Ein weiterer Beauty-Trend, Dermaplaning. Dir wird gesagt, dass dadurch die Haut sich besser regeneriert, sie sich weicher anfühlt und kleine Schüppchen entfernen. Aber was sie dir nicht sagen, ist Verletzungen, Infektionen. Theoretisch braucht deine Haut das auch gar nicht. Im Grunde genommen ist es wie ein mechanisches Peeling, nur dass zusätzlich auch die Haare entfernt werden. Mein Tipp, nur auf intakte Haut durchführen, desinfizieren und vorsichtig sein.